Die sieben Weltwunder. Eine Schulklasse wurde gebeten, zu notieren, welches für sie die sieben Weltwunder wären. Folgende Rangliste kam zustande: Die Pyramiden von Gizeh, das Taj Mahal, der Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der St. Petersdom im Vatikan und die Große Mauer in China. Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resultate, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme mit ihrer Liste hätte. Sie antwortete: "Ja, ich konnte meine Entscheidungen nicht ganz treffen. Es gibt so viele Wunder." Die Lehrerin sagte: "Nun, teilen Sie uns das mit, was Sie bisher haben, und vielleicht können wir ja helfen." Die junge Frau zögerte zuerst und las dann vor: "Für mich sind das die sieben Weltwunder: Sehen, hören, sich berühren, riechen, fühlen, lachen und lieben." Im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können. Beachte es, fühle es, genieße es, lebe es und gib es weiter.